Im Jahr 2020 wurden wir alle überrascht von der größten Gesundheitskrise aller Zeiten und das Robert-Koch-Institut hat dazu maßgeblich beigetragen, das Leben von vielen Menschen zu schützen. Die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts sollten normalerweise an die Bundesregierung weitergeleitet werden. Was aber passiert ist, erfährst du gleich in diesem folgenden Video, denn das, was passiert ist, haben wir alle nicht vergessen. Und die Hauptleidtragenden dieser Gesundheitskrise über Jahre waren unsere Kinder. Der amtierende Gesundheitsminister Lauterbach hat bereits zugegeben, dass Kinder und Jugendliche die meisten bzw. größten Opfer im Zuge der Pandemiepolitik gebracht haben. Die Bundesfamilienministerin spricht von 73% der Kinder und Jugendlichen, die aufgrund der Maßnahmen und nicht aufgrund eines psychisch belastet sind. Deine Kinder und die Kinder von vielen weiteren Millionen Menschen. Das Kuriose dabei ist, dass hier nicht nur Deutschland betroffen war, sondern die ganze Welt. Und das sozusagen, könnte man sagen, gleichgeschaltet. Nun sind aber die RKI-Files sozusagen ungeschwärzt rausgekommen. Und da möchte ich mich bedanken an einen Anwalt, den Frank Hanig, der das Ganze ein bisschen aufgeschlüsselt hat, was du jetzt gleich anschauen kannst. Und ich würde gerne noch viel, viel mehr reinbringen, viel mehr Videomaterial noch reinbringen. Aber es geht nicht, weil wir im besten Deutschland aller Zeiten leben und Zensur ganz groß geschrieben wird. Und dazu, ganz am Ende des Videos, erfährst du sogar noch, was es mit der Meinungsfreiheit denn wirklich auf sich hat. Denn wir haben das Grundgesetz. Und die Meinungsfreiheit ist normalerweise im Grundgesetz verankert und alle Meinungen dürfen in Wort- und Schriftform natürlich auf sämtlichen Medien gerne breitgetreten werden. Und eine Zensur findet ja nicht statt. Was aber wirklich der Fall ist, haben wir alle die letzten Jahre gesehen, dass sogar kleinste YouTube-Kanäle, kleinste IG, TikTok oder sonstige Kanäle zensiert gelöscht worden sind, teilweise Hausdurchsuchungen gemacht worden sind. Das haben dann auch nur die wenigsten mitbekommen und diejenigen, die nur dem General, dem Fernsehgeneral lauschen, die haben davon gar nichts mitbekommen. Und dementsprechend kann ich das aus eigener Erfahrung sagen, dass Zensur doch mittlerweile ganz akut stattfindet. Und was aber ein Rechtswissenschaftler dazu sagt, erfährst du auch am Ende des Videos. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Video. Teile dieses Video, teile diesen Kanal, damit du immer up to date bist und nichts mehr verpasst. Aktiviere auch die Glocke, damit du immer relativ schnellen Zugriff auf so ein Video hast. Und ich freue mich schon auf das nächste Video. Dementsprechend viel Spaß dabei. Sind diese Schwärzungen der RKI-Protokolle erfolgt, um Straftaten zu verdecken? Ich bin Frank Hanig, das ist Hanig Recht und das ist tatsächlich das, was mir beim Lesen dieser nun ungeschwärzten Protokolle aufgefallen ist. Ihr werdet es nicht glauben, ich nehme euch ein bisschen mit an die Hand und will euch erklären, was hier eigentlich passiert ist und warum das ein Skandal ist und warum wir wirklich unbedingt darüber nachdenken müssen. Zunächst ist es so gewesen, die RKI-Protokolle spiegeln den jeweiligen Stand der Bundesregierung wider, wie sie in der Corona-Zeit informiert worden ist. Das RKI hat also wissenschaftliche Erkenntnisse gehabt, hat die Bundesregierung darüber informiert und auf Basis dieser Informationen hat die Bundesregierung Gesetze, Maßnahmen, Verordnungen und so weiter erlassen, um uns alle vor Corona zu schützen. Soweit der normale und offizielle Teil. Wir hatten aber ja schon immer so ein bisschen Zweifel, ne? Impfstoff zu schnell rausgebracht, Verfassungs- oder Freiheitsrechte eingeschränkt, Maskenpflicht. Viele haben damals schon gesagt, das muss mal überprüft werden. Jetzt hat eine kleine Zeitung hat es geschafft, herauszuklagen, dass diese Protokolle übergeben werden, damit wir unabhängig mal prüfen können, was hat denn tatsächlich das RKI in der Corona-Zeit wirklich der Regierung gesagt, damit die wiederum unsere Rechte einschränken konnten. Und diese Zeitung hat es so gekriegt. Begründet hat es Lauterbach, unser Gesundheitsminister, damit, dass diese Schwärzungen notwendig sind, um Daten von Mitarbeitern beispielsweise zu schützen. Ja, also damit Dritte geschützt sind und der Datenschutz nicht verletzt ist. Und jetzt habe ich das erste Mal diese Bilder gesehen vor ein paar Tagen. Das sollen Daten von Dritten sein? Diese Akte ist ja komplett geschwärzt. Und da fragt man sich, warum? Warum ist diese Akte geschwärzt? So wie diese Akte geschwärzt ist, muss es doch einen Grund geben, dass die Regierung nicht will, dass das rauskommt. Also muss irgendwas zu verdecken sein. Und da hat sich ein Whistleblower gefunden im RKI und hat gesagt, das ist eine Frechheit. Ja, hier wird die Öffentlichkeit betrogen. Ich veröffentliche das ungeschwärzt. Das ist passiert. Und das Verrückte ist,
Das ist nicht nur ein Skandal in medienrechtlicher Hinsicht. Es ist nicht nur ein Vertrauensbruch der Regierung. Über solche Geschichten rede ich ja schon gar nicht. Nein, es stellt sich raus beim Lesen der ungeschwärzten Protokolle, dass hier ganz klar Straftaten begangen worden sind. Durch den Minister Spahn, durch den Minister Lauterbach, vielleicht auch noch durch andere. Und zwar eine ganz einfache Straftat, eine ganz simple, die ich euch jetzt erklären werde, weil ich will, dass darüber öffentlich diskutiert wird, dass das nicht irgendwo in kleinen Schubladen verschwindet. Die Medien berichten darüber nämlich nicht, die offiziellen Medien, die erzählen irgendwas, ja, Datenschutzskandal ist ja gar kein Skandal, ist ja nur Quatsch. Nein, der Skandal ist folgender. Die Straftat, die hier letztendlich dahinter steckt, ist ein sehr simpler Paragraph, Paragraph 240 Strafgesetzbuch. Im Paragraph 240 Strafgesetzbuch, Nötigung, steht Folgendes drin. Ich nehme euch mal damit auf die Reise. Ich erkläre das einfach nochmal, ja, damit ihr auch versteht, wie wir Juristen denken. Und dann, damit, ich will, dass ihr das versteht. Also Paragraph 240 steht drin, wer mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel in rechtswidriger Weise einen anderen zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird bestraft mit Geldstrafe oder mit Freiheitsstrafe. Jetzt gehen wir das mal durch, wie das so ein Jurist macht. Wir gucken uns mal den Wortlaut an. Ja. Zunächst, eine Gewalt haben wir nicht. Jetzt kommt's halt. Wer durch Drohung mit einem empfindlichen Übel, ja, mit welchem empfindlichen Übel hat denn Herr Spahn, Herr Lauterbach, hat die Regierung uns bedroht? Und zwar in 83 Millionen Fällen. Das ist das Spektakuläre, weil das empfindliche Übel, das uns angedroht worden ist, sind die Folgen, ja, die eintreten, wenn ich was Bestimmtes nicht mache, wenn ich mich nämlich nicht impfen lasse. Zunächst mal soziale Ausgrenzung, du bist asozial, du bist unsolidarisch. Ja? Du darfst Ländergrenzen nicht überschreiten, du darfst dich nur 20 Meter von deinem Haus entfernen. Du wirst als Feuerwehrmann entlassen, wenn du nicht dich impfen lässt. Du wirst als Arzt oder als Krankenschwester rausgeschmissen, wenn du dich nicht impfen lässt. Ja? Du erleidest Nachteile in jeder Hinsicht, wenn du dich nicht impfen lässt. Das sind alles Drohungen mit einem empfindlichen Übel. Nämlich die Drohung mit Entlassung, das ist ein Übel, natürlich ist das ein Übel. Ja? Die Drohung mit Entlassen, um mich zu nötigen, eine Handlung zu begehen, nämlich impfen. Oder wegen mir auch eine Duldung, nämlich impfen lassen. Das ist der Straftatbestand. Der ist so einfach. In 83 Millionen Fällen sind wir genötigt worden. Jetzt steht da noch das kleine Wort Rechtswidrigkeit drin. Und da könnte man, ich will, dass ihr es wirklich versteht, deswegen mache ich so ein bisschen juristisch, da könnte man jetzt sagen, naja, aber das hat die Regierung gemacht, muss doch rechtmäßig sein. Nein, das ist das Problem, was sich aus den Protokollen jetzt ergibt, um den Bogen zum Ende zu schließen. Ja. Rechtmäßig kann es nur dann sein, wenn der Bundestag ein Gesetz erlässt. Ja, wenn der Bundestag von der Regierung aber getäuscht wird und falsche Informationen hat, dann kann so ein Gesetz nicht rechtmäßig sein. Dann können also diese ganzen Corona-Verordnungen nicht funktionieren. Ja, das ist dann nicht rechtmäßig. Wir erfahren aus diesen ungeschwärzten Protokollen, dass die Regierung bewusst gelogen hat, was die tatsächlichen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts angeht. Aus den ganzen geschwärzten Stellen ergibt sich nämlich, dass in sehr, sehr vielen Punkten, insbesondere im Hinblick auf die Impfung und die Wirksamkeit von Boostern, zum Beispiel Boosterimpfung bei Kindern und so weiter, erhebliche Bedenken seitens des RKI angemeldet wurden. Das hat man der Regierung gesagt. Die Minister haben jeweils direkt eingegriffen und haben gesagt, diese Informationen dürfen nicht veröffentlicht werden. Wir haben also bewusst die Wahrheit manipuliert, ja, um letztendlich diese Impfpflicht durchzudrücken. Das ist nämlich der eigentliche Skandal. Und dieser Skandal muss aufgearbeitet werden. Das geht nur über die Staatsanwaltschaft. Das ist nun mal eine Straftat. Jeder von uns muss sich für seine Taten verantworten. Und das muss hier auch passieren. Ich werde heute noch eine Anzeige schreiben gegen Spahn, nur beispielhaft. Und ihr könnt das auch machen über die Internetseiten der Polizei, über die Online-Wachen. Ja, die Staatsanwaltschaft muss aufwachen. Die Generalbundesanwaltschaft muss darauf hingewiesen werden. Das ist eine Nötigung in 83 Millionen Fällen. Das ist der größte Skandal einer Regierung, die sich in dieser Weise strafbar gemacht hat und zur Vertuschung und Verdeckung dieser Straftat anschließend diese Protokolle geschwärzt und gefälscht an die Öffentlichkeit gegeben hat. Sowas hat es in einem Rechtsstaat, glaube ich, noch nie gegeben. Wir müssen nur die Dimension dessen verstehen. Das ist nicht passiert, weil man Personen- und Datenschutzerrechte Dritter wahren wollte. Das ist passiert, um Straftaten zu verstecken und verbergen. Bundesverfassungsgericht sagt, auch Meinungen, die auf eine grundlegende Änderung der politischen Ordnung zielen, müssen wir tolerieren. Das Grundgesetz vertraut auf die Kraft der freien Auseinandersetzung als wirksamste Waffe, auch gegen die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien. Das muss man vielen Politikern heute mal nochmal zitieren. Ja. Ja. Dementsprechend fällt selbst die Verbreitung nationalsozialistischen Gedankenguts als radikale Infragestellung der geltenden Ordnung nicht von vornherein aus dem Schutzbereich von Artikel 5, ist also von der Meinungsfreiheit umfasst. Also selbst die Verbreitung nationalsozialistischen Gedankenguts müssen wir aushalten. Müssen wir aushalten. Und dann wird nochmal betont,
Es geht um freien Diskurs. Und meine These ist eben, wir haben im Grunde heute zwei Positionen. Es gibt die Position, das ist die des Verfassungsgerichts, dass ich da absolut unterstütze, das ist die Diskursposition. Die Diskussion, wir sollen in Diskurs treten, auch zum Beispiel mit den Studierenden in Berlin oder in Göttingen oder in Münster, die irgendwelche pro-palästinensischen Demos machen. Und es gibt die autoritäre Verbotsposition. Und leider Gottes ist diese Verbotsposition auf der exekutiven Ebene, ja, ich denke zum Beispiel ans Bundesinnenministerium, sehr verbreitet und sehr im Fortschreiten begriffen. Und deswegen finde ich diese Einsbar-Umfrage, um darauf zurückzukommen, und da bin ich eher bei Frau C., bedenklich. Egal, ob die Leute das nur fühlen, das ist ja wie bei Verbrechensfurcht. Ja, die Leute denken, es gibt große, in Hamburg kann man abends nicht mal vernünftig rumlaufen, aber das ist nur ein subjektives Gefühl. Aber die Tatsache, dass Leute, wenn sie interviewt werden auf der Straße, vielleicht nicht mehr das sagen, was sie wirklich denken. Weil sie denken, was ich jetzt sage, das hört mein Vorgesetzter, ja, mein Arbeitgeber oder der Vorsitzende im Ministerium. Ich bin Lehrerin, ja, zum Beispiel. Dann haben wir ein Problem. Denn das ist genau die Situation, das haben wir in Staaten wie Russland, in autoritären Staaten, wo wir immer fragen, bei diesen Umfragen ja immer fragen, was haben die Leute eigentlich, haben die jetzt eine ehrliche Antwort gegeben? Insofern ist diese Zahl, die ja repräsentativ ist, Einsbach-Institut, das ist ja eins der vielen Meinungsforschungsinstitute, ist schon bedenklich. Und die wird von vielen anderen Umfragen ja auch bestätigt.